Es ist jetzt mehr als 80 Jahre her. Seitdem lebt Miriam hier in Kapstadt. Da sind wir jetzt und wollen mit ihr über ihre Kindheit sprechen. Wir hatten Eltern, die uns gut verstanden. Wir hatten herrliche Ferien in Norderney und anderen Dingen. Aber zur gleichen Zeit hab ich auch auf der Straße gespielt mit den anderen Kindern, die dort wohnten. Weil wir jüdisch waren, durften wir nirgends hin, wo jeder hin konnte, wie zum Beispiel ein Hotel oder ein Kino oder einen Sitz im Park. Wir durften wir nicht im Park sitzen oder irgendwas, was jeder Mensch normal tut, durften wir nicht tun. Ich bin die Kortumstraße raufgegangen in der Nähe von der Schule und auf der anderen Seite waren drei oder vier Jungs in der Nazi-Uniform und die hatten einen großen Hund mit sich und die haben versucht, den Hund auf mich zuzuhetzen, aber ich habe ein paar Steine aufgehoben und habe nach dem Hund geworfen. Aber solche Sachen sind öfter passiert. Viele deutsche Juden haben versucht, vor den Nazis zu fliehen. Manche haben es ins europäische Ausland geschafft oder in die USA, ein kleiner Teil aber auch nach Südafrika. Wir hatten keine Zeit, ihn zu vermissen, weil wir viel zu viel zu tun hatten, um ihm zu folgen. Wir sind nach Essen gefahren, wo meine Großeltern wohnten. Und meine Großmutter hat mich in ihren Arm genommen und hat gesagt, ich werde euch nie wiedersehen. Ich habe es nicht geglaubt, aber es war so. Sie dürfen nicht vergessen, ich war 13 Jahre alt und für mich war das ein Erlebnis. Ich war noch niemals auf einem Schiff, bin noch niemals auf einem Schiff gewesen und das war alles neu und interessant und da waren viele Kinder in meinem Alter und wir hatten eine herrliche Zeit. Das war ein Abenteuer für mich. Ich habe als Kind nicht begriffen, wie ernst die ganze Sache war, dass wir wirklich nur weg sind, um unser Leben zu retten. Thank you.